Zirndorfer Landbier. Mach mich doch nicht einfach weg. Ich mach euch mal das Wappen größer. Zirndorfer Landbier. Landbier hat sich ja immer für mich persönlich ganz gut an. Das war einmal ein gutes Landbier getrunken. Jetzt hört sich Landbier immer gut an. Ja, also das gute Zirndorfer Bräuschenkbier ist eine echte Vollbier-Spezialität. Ausgewählte helle Malze geben ihm seinen typisch tiefgründigen Geschmack und seinen verführerisch bernsteinfarbenen Glanz. Genau, don't drink and drive. Man kann nicht oft genug sagen, Enrico ist das beste Beispiel. Ja. Eigentlich sind ja auch dicke Menschen sowas nicht trinken, aber Rico ist ideal. Er ist ja auch keine Frau. Das ist ja wieder schlimm. Das muss inner dick und der ist nicht dick. Halt mal bitte den Bierdeckel in meine Kamera. Der ist mega geil. Danke. Mich spricht das total an. Ich meine, mich hat es ja schon fast angesprungen. Auf jeden Fall finde ich das farblich sehr schön. Kirchturm. Häuser, Kirchdorf. Leider keine Berge oder Wiesen. Ist das Heidi hier oder was? Das ist der Peter. Ja? Die Heidi, die ist da. Frau? Da ist die Heidi. Der hat ein Kleid. Das ist der Peter. Der Peter, was hat denn der da? Ah. Und die kauft Stroh rum oder was? Nee, die kauft den Stroh an der Hand. Oh, ich weiß nicht. Ah. Da hinten ist die Oma. Wie sieht jetzt aus hier? Ja, sieht sehr gut aus. Hier, vor allem Künstleredition, ne? Motiv 10 von 14, 50 Ach. Landkreis Fürth. Also ist das eine Künstleredition. Deshalb finde ich das so gut. Das ist ja scheiße. Was ist denn Künstleredition Motiv 10 von 14? Ja, das ist dann wahrscheinlich wirklich... Naja, dann wo sind die anderen 13? Ich hab keine Ahnung. Ja. Ich wollte zu ihm hier. Ruhe, Alter. Ja, der Löwe, der züngelt sich da mit Bier drin. Mhm. Mann, nicht den Popel ist da drin. Anti-Popel-Bier ist das. Gib mal den Deckel, wir machen wieder zu. Nein. Du hast ihn doch gekauft. Ja, weil ich hab doch nicht gesehen, dass das hier so ein... Ich hätte da niemals zugegriffen. Bernsteinfarbener Glanz. Das ist wirklich schön bernsteinfarben. Schön klar. Schöner Schau. Warte, ich muss mal in den Schaum gucken. Oh, viel, lass doch mal Glas hier eins. Hast du mal ein Taschentuch? Ich krieg Schnuppen, wenn ich hier bin. Ja, wieso nicht? Hast ja, nicht, aber Arbeit? Mann, ja, ich hab kein Taschentuch, aber ich hab noch Rolle. Ist mir egal. Was spielst du denn für eine Rolle? Eine Hauptrolle. Die Nebenrolle steht daneben. Ja. Ist ja nicht mal was drauf? Nee. Mickey Mouse gibt's heute nicht. Oh. So. Aber bestimmt, weil wir letztens das Corona-Bier getestet haben. Ja. Ich hab dich gefragt, ob ich davon Corona kriege. Na, natürlich nicht, habe ich gesagt. Du hast gesagt, du weißt es nicht. Ach so. Na, jetzt wissen wir was. Na, dann zum Wohl. Boah, ich hab's doch aus, ey. Mhm. Wir haben schon mal so ein Bier aus Nürnberg getrunken. Das war genau so ein Rotbierzeug. Schon wieder so ein Fehlgriff. Es ist ja jetzt nicht schlecht. Das ist halt ein malziger. Ja, ne? Nürnberger Tura Rotbier. Das habe ich heute gesehen. Da habe ich erst überlegt, ob wir das schon mal getestet haben. Das ist aber halt. Willst du einen Schluck? Ich bin nochmal da. Warum kaufst du denn immer so ein Zeug? Mann, ich habe Landbier drauf. Ja, ich habe nur Landbier und die haben mir gefallen hier. Vor allem Heidi und der Peter. Und Heidi und Peter, ja. Und die Großmutter. Aber Sonne scheint da nicht, sag ich dir. Bei mir scheint auch nicht die Sonne, wenn ich das Bier trinke. Aber die trinken wir nicht nochmal, Jens. Achso, wird er hell? Ist mir egal, wie das Video aussieht. Das wird ausgestrahlt. Ausgestrahlt? Ausgestrahlt.
Das verstehe ich jetzt nicht. Es ist mir egal, was das für eine Videoqualität hat, das wird gesendet. Meine, das ist so ein geiler Deckel hier. Also mit Abstand wirklich der geilste Deckel, der geilste Symbol drauf. Eigentlich wollte ich den nach Hause nehmen, hier an den Kühlschrank hängen. Also im Prinzip kann man sagen, das Bier schmeckt genauso wie es aussieht. Bändchen, Farben, malzig. Ach so, mein vollmundig. Ja. Vollmundig. Ja? Ich hab die Schnauze voll. Also speziell ist auf jeden Fall, dass das hier so eine Sonderedition ist. Na, das ist Punkt Nummer 1. Und dann garantiert der Bierdeck. Auf jeden Fall der Bier, der Löwe hier. Und das war's, ja. Naja, und die Heidi und der Peter sind auch dabei. Und die Großmutter. Und das Stroh. Schießt du auf alte Vorderrad? Nein, ja. Aber die hat so einen Stock da. Oh, guck mal, ihr baut nach dem Bayerischen ein Einzelboot, so, ja. Ach, toll. Ja, die Bayern wieder. Freistaat Bayern. Sie gehören ja eigentlich gar nicht zu Deutschland. Hm. Also, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, unten wird es wahrscheinlich eklig. Ja, ich glaube auch. Da musst du ganz tapfer sein. Ich hatte mal ein Bier. Oh, der Gänsehaut da. Ich habe mal ein Bier getrunken, da musstest du schnell sein. Achso, oder? Nee. Achso, da kannst du 2 Tage stehen lassen, das kannst du mal trinken. Also, das schmeckt schon von Anfang an abgestanden. Genau, deshalb merkst du das ja nicht mehr. Ja. Mhm. Daran kann es liegen, ja. Das ist so ein hervorragendes Symbol. Weil die wieder 2 Schwänze hat. Also eigentlich 3. Und der inhaliert das Bier, so wie es aussieht. Erstmal zieht er sich in den Schaum rein. Na, der züngelt das. Der züngelt das Bier da weg. So aus, als wenn er auf Klo kacken ist. Ja, wenn man das Bier so ja da genießen kann, willst du noch einen Schluck? Nein. Du weißt, je länger wir warten, desto schlimmer wird das. Ich weiß nicht, warum du immer so eine Scheiße kochst. Naja, das muss ja auch mal. Dann guck dir das da mal an. Wer greift denn dazu? Na, ich. Und wie teuer war das? Na, teuer. Naja, dann hast du doch. Na, ich guck doch nicht auf den Preis. Du musst auch mal Mut beweisen. Einfach mal durchziehen. Super. Du siehst ja, was du davon hast. Das schmeckt mir und bin ja jetzt. Wir ziehen uns hier für euch den letzten Husten rein. Bitte abonniert den Kanal. Bronze! Will ich ändern. Mittelklasse, nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges. Genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Wir hätten davon gerne einen Sticker. Oder eine Flagge. Herzlichen Glückwunsch. Lecker für welche, die malzig herb mögen. Gibt's denn beim nächsten Mal? Ah, mal gucken. Auf jeden Fall trinken wir gerne mal richtig Bier. Nächstes Mal gibt's ein richtiges Bier, hat er gesagt. Bin ich mal gespannt. Jetzt wird's eng. Und der rennt hier immer mit 10 Kilometern und muss ich immer die Brille aufsetzen und sehe ich den nicht mehr. Haha. Haha. Wenn es grüner gibt's das nächste Mal. Ja, das ist bestimmt ein Goldbier. Da geht's lang. Bis zum nächsten Mal. Bis demnächst.